Schönen guten Tag, mein Name ist Philipp Schulze, der Tilt aus dem Produktmanagement der GWS. Im Folgenden werde ich im Live-Ansystem zeigen, wie sich das Produkt Microsoft Dynamics 365 CRM zusammen mit Office 365 verbindet, um dort zum Beispiel Mehrwert zu schaffen aus einer Anwendungssoftware, nämlich dem CRM-System, und einer Bürosoftware, nämlich Office 365. Und somit auch die Integrationstiefe zeigen, die am Ende Ihren Alltag erleichtert und produktiver gestaltet. Man sieht, ich habe Outlook direkt geöffnet und sehe hier meinen Posteingang und habe jetzt aber eine Besonderheit dadurch, dass Microsoft Dynamics 365 CRM direkt mit meinem Outlook verknüpft ist, dass ich hier um einen weiteren Knopf drin habe, nämlich das CRM-System, und kann jetzt zu dieser E-Mail oder zu dem Kontakt, besser gesagt Herrn Kaiser, direkt die Informationen abrufen aus meinem CRM-System. Ich habe auch die Möglichkeit, hier direkt neue Termine oder Aufgaben in meinem CRM-System und Outlook zu erfassen, habe aber auch die Möglichkeit, diese E-Mail nicht nur an den Herrn Kaiser im CRM verfügbar zu machen, sondern zum Beispiel auch an Verkaufschancen oder anderen Aktivitäten, die ich im CRM habe. Darüber hinaus kann ich aus diesem Bereich direkt auf die Kontaktkarte von Herrn Kaiser springen und mir weitere Informationen im CRM-System direkt anschauen. Gehen wir wieder zurück in Outlook. Des Weiteren kann man aus Outlook heraus auch aus einer Mail neue Kontakte im CRM-System anlegen. Man hat aber auch die Möglichkeiten, hier zum Beispiel einen neuen Termin zu erfassen. Telefonat mit Herrn Kaiser. Und verknüpfe jetzt diesen Termin direkt mit Herrn Kaiser. Hätte auch die Möglichkeit, den nicht nur mit Herrn Kaiser zu verknüpfen, sondern auch mit weiteren Anfragen oder Verkaufschancen, und speichere den jetzt. In ca. 5 Minuten ist dieser Termin auch direkt in CRM sichtbar. Gehen wir einmal in CRM und schauen uns weitere Integrationsmöglichkeiten von Office 365 an. Nämlich einmal die Möglichkeit, direkt an allen Stellen in CRM auch Excel zu nutzen. Ich habe unterschiedlichste Möglichkeiten. Ich nehme in dem Fall mal Excel Online. Ich bin jetzt bei meinen Firmen, könnte auch bei den Kontakten oder bei einer Verkaufschance sein und möchte mal auf dem schnellen Wege aus einer GmbH eine GbR machen und führe jetzt einen Import durch, und im Hintergrund werden die Daten jetzt aktualisiert. Dies ermöglicht Ihnen natürlich sehr schnell neue Felder und Daten in CRM zu pflegen und auch zu überarbeiten, weil das, was wichtig ist, ist natürlich die Stammdatenpflege, nämlich dass wir saubere Stammdaten im CRM haben. Eine weitere Möglichkeit ist auch eine direkte OneNote-Integration oder auch direkt die Dokumente aus dem SharePoint zu einem Kunden hier ersichtlich zu machen und somit die Ablage direkt im SharePoint zu haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Einblick geben, wie Office 365 mit Microsoft Dynamics 365 zusammenarbeitet und dementsprechend die Bürosoftware und die Anwendungssoftware hier Hand in Hand gehen und somit auch die Akzeptanz und die Benutzerfreundlichkeit steigern.